Caroline Wacker eröffnet den 15. Spieltag hier in Gießen. Der FC Gießen trifft auf den Spitzenreiter, den FSV Frankfurt. Hinten der neue Del Vecchio mit rechts. Übers Tor. Javier Eta mit der Flanke auf den zweiten Pfosten, aber da steht nur Justin Ospö. Kein Problem für den Keeper. Von Schröter geht er vorbei, er hat gerade von Schröter, nimmt den sich mal. Hermes außen, Besso muss raus als Innenverteidiger. Hermes gegen Besso, Hermes mit links in die Mitte. Und Zapatne fängt den Ball ab. Pau ist auch bekannt für knappe Ergebnisse und knappe Siege. Das war jetzt ein guter Ball. Lee im 16er vorbei an Ebdo Talib, Lee sucht Hermes und das Del Vecchio, klasse Tat von Zapatne. Latteier von Schröter, Kopfball stark, weiß man auch. Latteier auf den ersten Pfosten von Schröter, Del Vecchio und das Tor 1-0 FSV und Lukas Hermes, 7. Saisontor. Böger, wieder dieses hohe Pressing. Böger trippelt da in die Mitte, rutscht dann weg und Latteier über den Ball. Rechts ist Hermes, Latteier, links ist Peters. Peters vor Zabatne, der klärt mit Fuß stark. Gegnerischen Fans positiv besungen. Das war gegen Homburg. Jetzt aber der Konter. Das ist Hermes und Abstoß. Zieht sich Leibchen an. Del Vecchio mit Gefühl Richtung Weißmann. Weißmann am zweiten Pfosten. Hermes kommt noch dran. Ball aber ins Aus. Weißmann. Weißmann lässt den durch. Und Ospild. Ospild gegen Oliveri. Und dann gibt es die gelbe Karte für Chris Ravieri. Fischer, da ist er treu, der Hesse. Und da ist er auch mit dem nächsten, also mit dem Foul, gegen Ferdinand Scholl. Duran führt ihn schnell aus. Böger, Ravieri, Flanke. Ebdo Talib mit dem Kopf, versucht es da direkt, aber weit am Tor vorbei. Doppelpass, guter Ball. Von Schröter ist da vorbei an Itter. Von Schröter, Lee im 16er und da kommt Latteier. Peter, 2-0 FSV. Weil Latteier den Ball verstolpert und dann kommt er irgendwie zu Kass Peters und der ist eiskalt. 16er bleibt einfach stehen und Böger verliert das 1 gegen 1. Und die Umschaltaktion wird abgepfiffen. Wir gehen mit einem 0-2 hier in die Halbzeit im Ballstarter. Anpfiff zur Halbzeit 2. Wir sehen direkt beim FC eine Systemumstellung. Auch. Guckt er nochmal nach. Und jetzt gibt es die Ecke vom FSV Richtung erster Pfosten von Schröter und dann die Chance für Gottwald am Tor vorbei. Zu steil für Kaiser. Der kriegt ihn trotzdem. Gut gemacht. Rico Kaiser und von Schröter vor Scholl und er kriegt dann das Offensiv-Foul gepfiffen. Siebert, gut gemacht. Abdelkhani aus. Siebert geht tief. Abdelkhani Richtung Scholl. Kaiser im 16er. Kaiser, volles Risiko. Ospild im Nachfassen. Der Ebner ist komplett lang. Hakle. Boah, verzieht er. Rutscht er anscheinend weg. Scholl, das ist Ebner Dalib mit Scholl. Doppelpass. Ebner Dalib. Boah. Auch wieder stark verzogen. Der geht da schon tief. Der ist schneller als Siebert. Siebert kommt aber noch hinterher, bringt den Ball rüber. Hermes und Zabatne im Grätschen. Starke Aktion. Der grätscht den da raus wie ein Innenverteidiger. Kaiser Richtung Ebner Talib. Ospild. Es gibt wahrscheinlich wieder Gelb. Weil Ebner Talib da in Ospild reinläuft. Del Vecchio nimmt ihn sich. Boah, knapp vorbei. Adu, Akanjo Köhler, Akanjo Köhler nimmt den mal. Ja, Schuss, Abschluss ist da. Latteier, hochgespielt, Peitz, Peitz mit Platz in der Mitte, Ebner Talib muss raus. Breyer, Sanomir und wieder ist er da, Zabatne. Nächste Chance, wieder Peitz mit dem Kopf, Breyer und Tor für den FSV, er schießt einfach Sanomir ab. Und der im Rücken ins Tor. Also natürlich bitter. Das ist richtig bitter. Das schießt im eigenen Mann. Einfach gut läuft. Wie
gewisse Gier, die Tim Görner der Mannschaft eingehaucht hat, auch die von der Bank kommen, die vielleicht hinten dran stehen, egal wie viel steht, die hauen hier alles rein, die wollen sich anbieten, die spielen hier als Rhythmer. Ja, und dann kam er wieder zurück und jetzt die Ecke von Peitz Richtung erster Pfosten, Weißmann an die Latte. Ja, und genau das ist es, es ist die 91. Stellt sich jetzt mal außen hin, da kann man auch ein paar spielen, der löffelt den rein. Gottwald, boah, Riesenmöglichkeit von Peters. Super. Rico, Kaiser. Kaiser, Besso verpasst, Peitz und Scholl mit dem Dropkick übers Tor. Das war's. Der Spitzenreiter der FSV gewinnt 3:0 bei FC Nürnberg.